Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fortnite. Heute zocken wir wieder eine Solo-Runde und wir sind heute ganz alleine. Ich zumindest. Niemand ist da, Philipp ist nicht da, ich bin nur alleine hier im Haus. Heute ist Feiertag, an dem Tag, wo ich aufnehme. Und ja, wenn das Video hochkommt, ist es wahrscheinlich erst Freitag, aber das ist euch egal, weil sowieso kein Schwein zugucken wird. Aber wenn, lasst ein Like da und abonniert. Richtig so. Like da lassen und abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und dann bin ich nicht so alleine. Dann habe ich wenigstens die Community da draußen. Naja, scheiß drauf. Ich gucke dann noch rechts neben mir noch an meinem Phone, falls ich unwichtige Nachrichten bekommen, ja, aber wieso sie macht das Handy gerade noch nicht. Tja, was läuft denn heute so? Ich zocke solo und hoffe, dass ich wenigstens einen Kill hinbekomme. Und ansonsten gibt es ja die Monster Session. Dann als Herausforderung werde ich wahrscheinlich gar nichts hinbekommen. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Fortnite-Event kommt. Das letzte war ja, wo der Würfel in den See reingeflogen ist. Reingegangen ist. So, mal sehen, wo die No-Skins hingehen. Wie soll sie zur Rennbahn? Vielleicht kann ich da ein paar abstauben. Und wenn nicht, dann bin ich gleich tot. So ein Scheiß. Naja. Ich bin ja alleine, so da kann ich sowas machen. Ja, was ist das? Ein riesiges Klavier. Es gab ja heute ein Update. Deswegen wundere ich mich gerade so, weil ich heute noch nicht drin war. Hey, ich bin hier nur am Klavier spielen. So Scheiß. Da ist man nur am Klavier spielen und dann wird man gleich weggelasert, wie blöd für manche doch ist. Auch für seine Augen war das bestimmt gut, weil das ein Free-Kill war. Aber mir doch egal. Mal die ganzen Updates abbrechen, was mein Handy da gerade macht. Immer die Updates machen, wenn ich aufnehme. Naja, mal gucken, was jetzt so läuft. Ich habe übrigens mein Hintergrundbild wieder verändert, aber wenn ihr bessere Vorschläge habt, werde ich es euch nachher zeigen, was ich so für Hintergrundbilder habe, damit ihr euch das beim nächsten Mal reinziehen könnt. Ich mag gerade das am besten, weil das mit Woche 2, das fand ich mittlerweile langweilig nach einer Zeit. Weil Woche 3, so 3 oder 4 kriege ich gerade nicht hin, weil ich die Herausforderungen irgendwie nicht mehr schaffe. Entweder bin ich zu blöd oder zu blöd. Eins von beiden. Hier ein bisschen abrocken. War dann aber wohl zu spät. Schon krass, wie klein die Insel ist. Dieses Busflughafen nenne ich das jetzt mal. Bei diesem Maisfeldern gibt es irgendwie so Kornkreise oder so, wie man die nennt. Das mit diesem Klavier fand ich jetzt irgendwie cool. Stimmt, ich könnte nochmal zur Rennbahn gehen und diese Feuerringe als Herausforderung machen. Mal sehen, wie lange ich aber heute aufnehme. Vielleicht wird es nur so eine 15 Minuten Runde, indem ich irgendeinen Scheiß fabriziere. Aber wie gesagt, wird sowieso kein Schwein zugucken. Von dem her wird mir das egal sein. Hauptsache ich habe
aus Lust und Langeweile mal wieder was aufgenommen. Aber wahrscheinlich ist hier so ein Filmkill, müsste ich auch mal machen. Ah doch. Bevor ich hier aber am Arsch gehe, hole ich mir so eine. Naja, was ich sagen wollte, ist, bevor ich am Arsch gehe, hole ich mir eine Waffe und dann fast noch nichts. Aber so ist das leider als Anfänger. Ich bin Noob und ganz alleine. Aber egal. Vielleicht mache ich danach einen anderen Spielmodus noch zum Abschluss. Vielleicht dieser Dancing, Disco Dance, wo man dann bessere Kills farmen kann. Wenn der noch da ist. Ich habe noch nicht geguckt, was es sonst noch gibt. Hier kreuzt überall. Hier kreuzt überall. Im Shop gibt es übrigens gerade voll die Halloween-Party, da ich habe alles auf Halloween gestellt, weil ja normal gestern Halloween war am 31. heute haben wir den 1. aber vielleicht weil heute Feiertag ist. Und vielleicht sind deswegen so viele Abos online. Abrocken! Yeah! Na gut, jetzt ist schon vorbei. So total lustlos irgendwie. Der Würfel sieht auch geil aus, wenn man den mal gesehen hat. Mit diesen Rissen. Ich flieg da mal jetzt mal hin, um es euch zu zeigen. Auch wenn ihr es bestimmt schon lange gesehen habt von anderen YouTuber oder YouTubern. Ne? Ja, der ist brutal zerrissen. Hä? Ist das eigentlich der Würfel, der diese komischen Geräusche macht, oder war das irgendwie so ein Gleiter? Aber naja. Also wir haben Duo, wir haben Teams, da Disco Domination. Zwar hat es da keine Monster, wo man killen kann, aber gut. Als Bild nehme ich jetzt einfach mal das war ja eigentlich gerade die ganze Zeit, wo ich immer hatte. Das da würde ich vielleicht nehmen. Was hatte ich eigentlich davor sonst noch gerne? Das da. Ja, dann nehme ich wieder das. Das passt so, dann spielen wir mal eine Runde damit. Vielleicht habe ich ja Glück und die ganzen Herausforderungen spielen da auch mit. Dann, ja. So alleine fühle ich mich zu Hause gerade auch. Keiner ist um mich. Keiner ist um mich bei mir da. Um mich herum, sowohl er. Einsteigen bitte.
Oh, jetzt merke ich, das raucht. Die Runen sind auf einmal schwarz, die Runenplätze. Ja, was ist das Leuchtende da mit Lila? Wetten, da ist nichts Besonderes drin. Oh. Ja. In dem Fall doch. Minigun. Der Minigun-Gott ist da! Woohoo! Pumpgun wird ja immer besser, eine Maschinenpistole, noch eine Maschinenpistole und das alles in einem Haus. Ja, was ist das? Ach, die Ballons! Der haltet doch gar nichts, war doch so ein Seil. Die will ich jetzt mal ausprobieren dann. Das ist ja dieses neue Item, wo von diesem neuen Patch draußen gekommen ist. 20 Stück kriegt man also insgesamt. Da oben ist eine Kiste, wo schlummert und sagt, bitte hol mich raus. Noch mehr Ballons. Okay. Ach, man kann die nicht splitten, oder? Nee, das aussieht nicht. Also kann man nur 20 Ballons tragen. Also, jetzt wissen wir das auch. Wie sehen die aus? Wie. Ah. Okay, cool. Wie hoch komme ich mit den Ballons? Also mit 5 Ballons kann man schweben. Und wenn man dann weniger Ballons reinmacht. Ah, die platzen mit der Zeit. Kann ich auch 6 haben? Ja. Also 6 ist das Maximale. Wie die platzen. Okay. Cool. Krass. Witzig, dieses Item. Wie sieht es denn eigentlich aus? Da vorne müsste irgendwo. Da. Okay, so geht's auch. Ich bin gerade ein bisschen. Weiß nicht, komisch.
Irgendwo bin ich irgendwie gestorben, egal. Man verliert ja sowieso seine Sachen nicht. Was irgendwie einen Vorteil oder auch einen Nachteil hat, das kann man irgendwie sehen, wie man will. Der Vorteil ist halt, dass man nicht ständig neue Sachen suchen muss, und der Nachteil ist halt, dass man keine neuen Sachen findet, wenn man jetzt mal gar nichts hat oder so. Scheiße. Ah, ich habe ihn noch gekillt. Haha. Und zwar mit der Minigun. Perfekt. Peace. Also die Missionen gelten hier auch. Das ist sehr wie mehr wie gut. Dann kann ich die Herausforderung mit Maschinenpistole und Minigun hier abschließen. Schade, dass das 50er50 Duo-Match irgendwie nicht mehr gibt, weil dann hätte ich noch diesen einen Wiederbelebungsteil machen können. Da wurde ich weggesniped. Naja, egal. Wie sieht es eigentlich aus mit... Okay. Hat die Frage sich schon erledigt? Der Vorteil in diesem Modus, irgendwie baut sich kein Typ. Der Nachteil ist, man stirbt irgendwie ständig, wenn man nicht gut ist. Komisch, sonst hatte ich mal bis zu 7 Kills hier bei diesem Modus. Da habe ich alle weggelasert mit meinem Ding. Krass, wie das jetzt aussieht. Ich bin der Erste. Schade, die Mucke ist nicht da. Dann nehme ich die. Okay, Teamkollege, das dachte ich schon. Aber da kommt einer an. Er macht ja nichts mal. Und ich wurde von der Seite aus angeschossen. Macht mich blaulich. Mach jetzt schon mal den Mund. Hätte mein Kill sein können. Bis ich wieder einen Kill mache, mache ich jetzt schon mal und mir egal. Schade. Also eine Herausforderung geschafft. Perfekt. Like auf jeden Fall da lassen. Ich guck drauf, ob du ein Like machst, gell?
Mindestens einer muss da sein, okay? Einer ist Pflicht. Sonst könnt ihr was erleben. Nein, Spaß. Was will ich eigentlich hier? Darf ich mit? Ah, fick dich doch, du Mistgeburt. Sorry, wenn hier so Schimpfwörter fallen. Das ist nicht ernst gemeint. Er hat schon diesen Zug. Tut, tut. Da kümmern sich bestimmt alle auf diesem Berg. Die meisten auf jeden Fall. Stimmt, ich kann jetzt die Waffe nehmen. Ach, Tim Kollege. Scheiße, falsche Waffe. Ah, ich muss meine Waffen auf einen anderen Slot packen. Jetzt, da ich die Minigun verbraucht habe, mache ich das jetzt so, damit keiner was zu meckern hat. Ich war nicht aufgepasst, aber egal. Wir sind ja nur zum Spaß hier und nicht als Pflicht, weil wie wir schon sehen, wir haben 36 Fail-Punkte. Also die Gegner haben Punkte und wir haben irgendwie nur 31. Da ist eine Menge Ballons. Tschüss. Verreckt da oben. Halt doch mal die Klappe. Oh Gott, ich bin schon müde. Oh. Und kein Bock habe ich auch so langsam. Ja, zu viele, zu viele, zu viele. LOL! Ja! Maschinenpistolen-Kill. Einer fehlt noch. Kill. Bin happy. Dass irgendwie keine Punkte mehr erzielt werden. Ja, Atta. Liegt vielleicht daran. Was geht, will ich mir einen Ballon schenken? Ich muss hier noch fertig tanzen, dann kann ich dir auch einen schenken.
Tschüss. Also die Ballons sind eigentlich dazu da, um Material zu sparen, würde ich mal sagen. Weil sonst hätten die eigentlich gar keinen Sinn. Also E und B haben wir dann eingenommen, C wird gerade eingenommen und dann fehlt noch A. Ich will mal gerade was ausprobieren, wenn ich jetzt gerade bloß noch einen Ballon übrig habe. Okay. Ich hätte es erwartet, dass ich gar keinen Schaden nehme. Aber gut, Test ist gelungen. Und die Mythologie ist Treffsicherheit 0. Nein, Mythos bestätigt oder sowas. Ah, das ist diese Maschinenpistole. Bildet das eigentlich auch? Ich nehme mal das damit und lass die. Gut, es hat gegolten. Scheiße. Also, zwei Herausforderungen schon geschafft. Sehr schön. Was fehlt denn jetzt noch? Spieler, verschiedenen Matches, Wiederbelebung war das. Schaden mit Maschinenpistolen machen, das kann ich auch noch machen. Ah, ich habe jetzt wieder eine Nase dieses Mal. Was ist das Lilane? Ah, das ist einfach nur so ein. Ah, warte. Oder? Nee. Ah, schade, da war ich zu langsam. Seht ihr das? Wir haben so weit zurückgelegen und jetzt gewinnen wir sogar. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr machen. Aber es war dann trotzdem knapp am Ende. Ich dachte, wir verlieren, weil wir am Anfang so dermaßen hinten dran waren. Ah, warte, jetzt kann ich doch wieder. Johann! Abrocken! Rockt alle mit! Yeah! Okay, tschüss. So, mal sehen, was ich so gekriegt habe, nachdem ich zwei Herausforderungen geschafft habe. Kenne ich gar nicht. Yeah. Was war das? So ein Spray. Hier. Jetzt bin ich 80, Level Stufe 80.
Dann kommt das da. Dieses Geisternebel oder sowas. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es so im Battle Pass gab. Auf jeden Fall nichts mehr Interessantes. Bis auf ihn hier. Oder V-Bucks. Ups, falls ich was. Also, jetzt müsste ich noch Schrott finden machen und bei hier diesen Herausforderungen da. Durchsuche eine Truhe in verschiedenen benannten Orten. Was habe ich da schon genommen? Platziere Visier in verschiedenen. Was? Platziere Verreiser in verschiedenen Matches. Was soll das bedeuten? Eliminiere Gegner mit der Schrotflinte. Phase 1 lande bei Shifty. Füge die Gegner Schaden mit der Spitzhacke zu. Oh, das wird schwer. Finde das Notenblatt in Pleasant Park. Okay. Eliminierung mit einer gewöhnlichen Waffe. Ah, mit diesen grauen Waffen. 5 Stück. Das ist scheiße schwer. Steht doch da. Was habe ich da noch? Handkanone, Maschinenpistole, Pumpgun, Quadrammel oder Arak. Durchbrennende Ringe. Da stand eigentlich normal Einkaufswagen, haben sie den weggemacht? Geschwindigkeit erfassen. Ja, da fehlt mir eigentlich nur das eliminiere Gegner in verfluchten Gebieten. Schadenfalle und Matchheilung. Naja, dann sage ich erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ich verabschiede mich hiermit. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Tschüss mit Arrivederci.